Die beste Sendezeit wird für ihn freigeräumt. Fast anderthalb Stunden darf Prinz Harry berichten, was falsch läuft im britischen Königshaus. Eine Institution, die, glaubt man ihm, den moralischen Kompass verloren zu haben scheint. We're talking about an antagonist. Die Presse, vor allem die Boulevardmedien, die sind ja eigentlich Gegner. Sie wollen so viel Konflikt wie möglich. Das Traurige ist, dass mehrere Familienmitglieder Komplizen von ihnen sind. Einige haben sich entschlossen, mit dem Teufel gemeinsame Sache zu machen, um ihr eigenes Ansehen zu verbessern. Die Vorwürfe reichen von internen Kämpfen bis hin zu Voreingenommenheiten gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe. Das ist ein Problem, das muss man angehen. In den Medien kaum ein anderes Thema. Die Vorwürfe attackieren eine zentrale Institution der britischen Verfassung. Sie rütteln am Selbstverständnis der Monarchie wie lange nicht. Die Institution wird nicht kontrolliert. Sie selbst hat kein Interesse, die Öffentlichkeit über sich zu informieren. Wie es intern zugeht, eher egal. Antworten muss sie nicht geben. Der Palast äußert sich bisher nicht. Die Vorwürfe kommen in einer Zeit, in der die Monarchie als Staatsform zunehmend kritisch beäugt wird. Sie könnte nun weiter Schaden nehmen.